Là. Na? Ist dein Fieber schon wieder runtergegangen? Bloß nicht so viel Mitleid. Ich bin wirklich krank. Mm-mm. Du bist eifersüchtig auf Helena. Birne Helene, so ein Quatsch. Wäre noch schöner. Jessica, das hier ist kein Grund, sich zu verstecken. Keiner auf der Arbeit weiß davon. Außer Helena. Musste Daniel ausgerechnet ihr erzählen, dass ich blöd bin. Wenn du nicht aufhörst, so einen Schwachsinn über dich zu erzählen, glaubst du es irgendwann selbst. Bila, bleib zurück. Leck mich doch! Wow, dir auch einen schönen Tag. Klar. Was soll denn sein? Ich bin ja nicht auf euer Mitleid angewiesen. Ganz ehrlich, Mitleid hatte ich noch nie mit dir. Ja, das will ich auch hoffen. Ich bin nämlich nicht blöd, auch wenn ihr das mal denkt. Ich habe eine Menge Vorzüge, von denen andere Frauen nur träumen können. Weißt du, was ihr Problem ist? Sie will, dass man sie nicht für blond hält, aber sie verhält sich immer so. Echt? Allein ihre Klamotten schreien, ich bin doof wie Stulle. Die Eule ist noch im Revier. Ich habe sie ganz deutlich gehört. Ich mache Ihnen das mal vor. So. Hinten was Klagendes. Ja? Klingt mehr wie eine angeschossene Taube. Ich glaube, Sie haben keine Ahnung, was es bedeuten würde, wenn dieses seltene Tier hier sein Habitat hätte. Ist mir auch egal. Hauptsache, dieser Vogel rettet meinen Job. Wenn morgen die Bagger kommen und die alles platt machen, dann brütet hier kein einziger Vogel mehr. Ich spiele Ihnen das mal lieber vor. Los, denken Sie am Ende, da brütet ein Frosch. Da. Wie jetzt? Heute keine Live-Performance, Papa? Vorsichtig, ganz dünnes Eis, mein Fräulein. Ich würde am liebsten gleich mitkommen. Das haben wir noch besprochen. Dionysos muss bewegt werden, das geht vor. Ja. Kann später nachkommen. Schon gut. Ich verstehe wirklich nicht, warum Tristan so verbohrt ist. Warum muss er sich so auf diesen Club versteifen? Es geht ihm doch nicht um den Club. Er hat Angst, Marlene zu verlieren, wenn er das Projekt sausen lässt. Warum können die beiden ihre Probleme nicht wie andere Paare lösen? Wie meinst du das? So zum Beispiel? Hm. Ein Therapeut war auch nicht die schlechteste Idee. Ja. Wenn wir Erfolg haben, bleibt ihnen vielleicht gar nichts anderes übrig. Ich kann mir das Gestüt nicht ruinieren lassen, nur weil die beiden ihre Probleme nicht auf die Reihe kriegen. Ihr findet diese Eule heute. Ich habe da ein ganz gutes Gefühl. Oh ja, ich auch. Bin ich? Dann wart mal Zeit. Jo. Und? Habt ihr diesen Uhu gefunden? Nichts. Keine Spur. Hallo Dame. Okay, wo geht's weiter? Wir versuchen es da vorne rund um den See. Sumpfoeulen sind Bodenbrüter. Da haben wir die besten Chancen. Haben wir denn überhaupt noch eine Chance? Ich meine, die Bagger sind doch schon unterwegs. Dann gibt's eben einen Baustopp. Ich komme mit, ja, wartet auf mich. Du wartest hier auf mich, ja? Und wenn du was von der Sumpfeule hörst, sag Bescheid. Alles klar. Das war sie. Ich ja nichts. Ich habe ganz deutlich das gehört. Ich höre kein Bubu. Dann suchen wir weiter. Es geht ja schließlich um dein Gestüt. Es ist vorbei, wir haben verloren, so einfach ist das. Jetzt warte doch mal. Wir haben keine Zeit mehr zu Ruhe. Thank you.
Das ist sie. Die Sumpfeule. Oh, ist die schön. Warte, warte. Sehr gut. Ich hab's, ich hab's. Was? Das. Ja. Mit ganz vielen Bädern. Das gibt's doch nicht. Und das ist definitiv diese Sumpfeule, ja? Ja. Das ist die Sumpfeule, 100%. Ich muss sofort zur Baustelle. Und ich rufe den Typen vom Amt für Naturschutz an. Oh, das dürfte reichen. Ich komm mit. Hey, hey, außenrum, du Trottel. Mach jetzt da nicht rein. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich mich mal so über ein paar Vogelfedern freuen kann. Weißt du was? Eigentlich sind wir vorhin genau hier losgelaufen. Muss doch nicht wahr sein. Papa? Wo ist Dionysos? Wenn alle Fragen geklärt sind, dann können wir loslegen. Okay, Papa, legen wir los. Okay. Halt, stopp, sofort aufhören! Ja. Und da kann ich mich drauf verlassen. Gut. Wunderbar, bis dann. Ciao. Tja, Tristan. Wir haben die Eule gefunden. Ist das der Rest von deinem Mittagessen? Das ist der Beweis. Hier wird es keinen Eventclub geben. Das wird Naturschutzgebiet. Tut mir leid, Bruder. Das Nest ist direkt am See, ungefähr hier. Hier? Hier, im Unterholz. Das muss natürlich alles noch überprüft werden, nehme ich an. Wir sind uns aber sicher, dass es sich um das Nest einer Sumpfohreule handelt. Dann stimmt es? Es sieht zumindest sehr danach aus. Das bedeutet Baustopp und eine einstweilige Verfügung. Das heißt, dass der Westforst dann zum Naturschutzgebiet erklärt wird. So sieht es aus. Yes. Dann herzlichen Glückwunsch. Tristan. Hey, Tristan, ihr könnt immer noch auf einen anderen Bauplatz ausweichen. Hey, des einen freut es, des anderen leid.